Hallo, ich bin der Torge und ich bin eigentlich mehr im Internet unterwegs, was viele aber nicht wissen. Ich bin ein riesen ESC-Fan und heute habe ich die große Ehre, die deutsche Delegation inklusive an Sophie, der deutschen Teilnehmerin für den ESC 2015, hier am Flughafen in Wien abzuholen und habe auch schon einen wunderschönen Luftballon gekauft, um mich ein bisschen einzuschleimen bei ihr. Und ich glaube, sie kommt da auch schon an. Ja, wir können mal gucken. An Sophie! Hi, wie geht's dir? Fabelhaft. Geil, super. Ja, konntest du überhaupt schlafen letzte Nacht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin quasi hier wach oder sowas. Scheiße. Ja. Du, ich würde dir gerne ein bisschen die Stadt zeigen. Wir machen eine kleine Stadtrundfahrt. Echt? Und wir wollen ein bisschen zurückgucken auf die letzten Monate, denn die waren ja ziemlich, ziemlich spektakulär. Stimmt. Unsere Gewinnerin des deutschen Vorentscheides. Komm an, Sophie. So, gehen wir mal da lang. Das Burgtheater. Oh mein Gott, wie geil! Alter, das wird ja ein Wahnsinn. Wo mache ich eigentlich mit? Das ist ja total verrückt. Aber bei dem Regen, ich wollte eigentlich noch in eine Achterbahn reingehen, aber bei dem Regen macht das ja gar keinen Spaß. Oh, lass mal eine fahren. Ja, ich hätte auch voll Bock, aber bei dem Regen... Scheiße, oh Gott. Fertig. Na, wenn der ESC-Auftritt mal nur halb so wild wird. Vor deinem Auftritt beim Clubkonzert hast du mir erzählt, dass du eigentlich Medizin studieren wolltest. War dieses Clubkonzert auch eine Art Wegweiser für dich, in welche Richtung jetzt dein Leben verlaufen wird? Ja, sicherlich. Also ich habe mir ja einen Plan B einfach ausgesucht, weil ich auch einfach in den letzten Jahren erfahren habe, dass der Weg Musik unglaublich schwer ist, wenn man davon auch noch abhängig ist. Das heißt, ja. Ich habe mir irgendwie gedacht, such dir einfach einen Plan B, damit du deinen Plan A entspannter auch angehen kannst, also dass du von dem nicht so abhängig bist. Und dann habe ich mir das ja mit Medizin auch überlegt und ja, dann habe ich aber gedacht, so, es passiert jetzt das, was passiert und deswegen. Das ging ja auch ziemlich Schlag auf Schlag, dann bist du ja direkt danach zum Clubkonzert gekommen, ne? Was hast du da für Erinnerungen dran? Clubkonzert? Mhm. Also das war richtig cool. Man war irgendwie so, ich weiß auch nicht, es war so ein kleiner Vorgeschmack von dem, was vielleicht noch kommen könnte. Ja. Und man war total aufgeregt, aber irgendwie hat man sich schon so mit allen so gut verstanden. Und dann der Auftritt letzten Endes und die Leute, coole Stimmung irgendwie und ich habe lange nicht mehr vor so vielen Leuten gespielt, deswegen war es irgendwie, es war richtig geil. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Abend. Jetzt hören wir uns erstmal die 10 Acts hintereinander an. Seid ihr bereit für den ersten? Dann startet das Clubkonzert jetzt. Wer gewinnt das Clubkonzert 2015? Es ist... Wie hat es sich angefühlt? Es hat mega Spaß gemacht. Es war ein Wahnsinnsgefühl, weil das Publikum so toll ist. Und ja, es verging wie im Flug. Man hat es gar nicht realisiert. Ja. Ja. Hast du ungefähr eine Ahnung, was in den nächsten Tagen auf dich zukommt? Nee. Ich habe es mal von Elisa gehört, es ist sehr, sehr, sehr viel. Okay, okay. Ich habe Bock drauf. When you're down, down low, and there's no place you can go. When you're
Man kann aber schon sagen, dass das Thema Musik und der Wunsch, auch Musik zu machen, von klein auf an schon immer da war, ne? Schon immer. Es war schon immer mein Ding und immer wenn ich singe, habe ich einfach das Gefühl, das ist es. Und mit jeder Zelle in meinem Körper, ja. Ja. Ja, und das, da konnte ich mich ja auch nochmal richtig von überzeugen, als ich dich dann zu Hause besuchen durfte. Ja, ich glaube, ich war schon als Baby eine kleine Rampensau. Das sieht man in den Videos auch sehr gut, ja. Ja. Oh. Wer ist da? Sid? Sid? Warten? Hallo! Guten Tag, wer ist das denn? Mal, das ist Ella. Hallo Ella! Na? Ella freut sich mal ganz besonders. Hi. Na? Ich komm mal rein. Cool, dann gucken wir uns mal um. Ich zeig dir mal mein Zimmer. Ich habe eben schon mal ein Foto von, wie heißt die, Audrey, ne, gesehen. Ja. Bist du Fan von ihr, oder? Großer Fan. Ja? Großer Audrey-Fan. Hier, ich kann euch gerne mein Klavier zeigen. If you ever waited and waited and waited for that someone you need, the warmth, the warmth, well I have and I hoped and I dreamed and I thought that love would come easy. Well it turns out that it's the hardest thing to do, especially when the person rejects you. Ja, und dann geht das so noch weiter und dann gibt es natürlich noch ein C-Teil und so weiter. Ja, voll. Findest du gut? Ja. Ja, ist aber noch nicht fertig. Also da fehlt, da muss ich noch, da bin ich noch so am überlegen. In dem Musical Queen haben die mal gesagt, damals hat man Musik für seine Babys gemacht, für seine Frau, heute machst du es für Geld. Da ist es teilweise. I was born to love you with every single beat of my heart. Das ist so. Ich liebe Queen. I take care of you. Ich liebe Queen. Ich liebe Queen. High five. Queen ist die geilste Rock. Ich mag Rock eigentlich nicht gerne hören, aber Queen, ja, aber ist, Queen. Boah, alter Schwede, geil. Bohemian Rhapsody. Alleine darauf muss man noch kommen. Dieses Figaro, oh, oh, oh. Da, 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 Darum, ich weiß nicht, was der Typ genommen hat, ja, aber es ist genial. Irgendwas hat er genommen. So sagen, das stimmt. Aber hier muss ich noch sagen, das ist meine erste Gitarre. Oh! Ja, die habe ich in New York gekauft. Und, ich mache mal wie im Lagerfeuer. Aber ich habe mich ja echt mit der Gitarre da in die U-Bahn da gesetzt, da unten. Ah, das ist und ja geil. Das hab das hinge. Check out my music video on YouTube. Genau. Unsophie, get over yourself. Ja. Das ist dein erster Dollar? Das war mein erster Dollar, den ich da einfach. Ah, geil. Dachte, das muss ich irgendwie aufheben. Also meine erste CD. Und hier ist mein altes Cello. Ja, komm. Wow. Ja, hier ist dein Wohnzimmer. Ja. Hier sieht man auch gleich, dass ich schon mit Queen aufgewachsen bin. Geil. Das ist meine Mami. Ah. Hier, da bin ich beim Ballett. Ich bin da. Die vordere. Ja, genau. Also so, das ist dann Ballett. Geil. Wenn du nicht in Russland aufwächst. Deutsches Ballett. Da habe ich es dann angefangen, dass ich so ein bisschen meine eigene Musik aufgenommen habe am Klavier. Und das war in New York, in meinem Zimmer. Mhm. Vermisst du die Zeit ein bisschen in New York? Vermissen nichts. Ich denke daran zurück, als mit einer der besten Zeiten meines Lebens bis jetzt. Es war für mich alles neu, ich bin so ausgebrochen, ich bin endlich von zu Hause weg gewesen, ich habe mein Ding gemacht, ich habe meinen Traum verfolgt und ich... Es war sehr, sehr, sehr schwer mit dieser Zeit, weil sie ist ja nur begrenzt, abzuschließen irgendwann und zurückzukommen. Ich habe immer wieder nachgesucht,
wieder dieses Gefühl zu haben, was ich damals hatte. Es kam aber niemals zurück. Dann war ich super glücklich, als ich wieder hier angekommen bin. Und dann habe ich die E-Mail bekommen, ob ich denn Zeit hätte da beim Clubkonzert. Und ich dachte so, oh, was ist das denn? Ja. Und dann, dann wurde es auf einmal alles ganz, ganz aufregend. Und dann, ja, im Februar wurde ich dann halt eben angerufen. Und dann war einfach, dann habe ich an New York keine einzige Sekunde mehr gedacht. Sehr schön. Ja, cool. Dann würde ich dich zur Tür bringen, oder? Schmeiß mich raus. Willst du dir noch einen Kuchen mitnehmen? Ich nehme die ganze Platte ja, mit, ja, sehr Alter. Gut. Nur für dich gekauft. Man hat gemerkt, also von klein auf an hattest du den großen Wunsch und dann ist es eigentlich auch so gekommen, du warst beim ESC-Vorentscheid, wolltest für Deutschland zum ESC fahren. Und wie bist du da hingefahren? Hast du gedacht, okay, ich bin eh Außenseiter, also kein Druck? Oder hast du gedacht, okay, jetzt bin ich schon da, jetzt will ich es auch reißen? Also, ich war mir bewusst darüber, dass ich ein Nobody war und alle anderen, gegen die ich angetreten bin, eine riesen Fanbase hatten. Und ich habe auch vorher einen Facebook-Post gemacht, dass egal was passiert, ich freue mich einfach dabei gewesen zu sein und dabei zu sein. Und ja, mich einfach bedankt. Also ich habe mit allem einfach gerechnet. Einfach es ganz realistisch betrachtet, dass alles passieren kann. Ja. Und das war ja das beste und Beispiel. Letztendlich kann ja wirklich dann, alles passieren. Hat's ja. Dann, ja, ich meine, darauf wärst du nun wirklich nicht gekommen, was da dann passiert ist, ne? Mit dem Kümmern. Und wir sind live in Hannover! So ein schöner Quadrizeps-Latissimus. Rectus abdominis. Präsentiert Deutschland am 23. Mai. Unser Finalist, unser Gewinner des deutschen Vorentscheides ist... Ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie. Fahre ich jetzt nach Wien? Ja, du fährst jetzt nach Wien. Sophie, und ich bitte jetzt unser Publikum hier in Hannover, und wir haben diesen Abend so wunderbar miteinander gemeistert. Meine Damen und Herren, das war der deutsche Vorentscheid 2015. Die Frage, wie es dir geht, war noch nie so berechtigt wie jetzt. Wie geht's dir? Ja, ganz, ganz viele gemischte Gefühle. Also natürlich freue ich mich extrem. Jetzt, ich raff es jetzt noch nicht ganz und ich hatte natürlich schon das Gefühl, dass ich nicht fahren darf. Mhm. Und jetzt das Gefühl wieder aufzubauen, doch fahren zu dürfen und auf dem Wege jetzt, ist tatsächlich sehr überraschend. Mhm. Und ich hoffe, die Leute wollen das. Das ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt. Aber, ja. Ja. Hast du es im Moment eigentlich gecheckt, was da gerade passiert ist? Wir standen dort und wir dachten, hä, wir haben es gar nicht verstanden. Hast du es gleich verstanden, was da gerade los ist? Nee, gar nichts. Ich musste ja schon echt damit kämpfen, meine Tränen zu verdrücken. Mhm. Und habe dann auch ein bisschen abgeschaltet. Und auf einmal sagt er das und dann dachte ich so, hä? Also, ja, Und ja, jetzt... Ja. Sie kennen Ann-Sophie am besten. Was glauben Sie, was müssen Sie als Eltern jetzt da leisten? Eher trösten oder kann man sich doch freuen? Was glauben Sie, was geht in ihr vor? Also, sie wird momentan mal so ein Stück weit verunsichert sein, denke ich. Mhm. Aber mit Unterstützung auch von euch oder insbesondere auch von euch, wird sie da sehr schnell den Wert schätzen, was sie jetzt machen darf. Ja. Und darauf kommt es ja an. But we're dancing with the demons in our minds. Warst du eigentlich auch auf Andreas Kümmern ein bisschen sauer, weil er sich so spät dazu entschieden hat, dass er das jetzt doch nicht machen möchte? Sauer ist so
so ein schwieriges Wort. Ich glaube, ich war verwirrt und wusste nicht so ganz, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Und das hat mich einfach irritiert. Aber letzten Endes fand ich sehr mutig von ihm, dass er das dann so gemacht hat. Er hat das ja so ein bisschen begründet, auch so der ganze Medienrummel, dass ihm das ein bisschen zu viel wird. Ne? Dir scheint das irgendwie nicht wirklich viel auszumachen. Du magst das ganz gerne, oder? Ja, I love it. Hier ist Deutschlands Hoffnung und Vertreterin beim ESC, Ann-Sophie. Jetzt singt sie erstmal bei uns im ARD Morgenmagazin. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Ann-Sophie. Daumen drücken für den 23. Mai. Ann-Sophie, es war sehr schön, dich kennengelernt zu haben. When you look at me, you know your heart's so real. Because the face I see is not the one I know. Sie haben Ann-Sophie jetzt kennengelernt und singen gehört. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein dieses Jahr in Wien? Also als ich sie zum ersten Mal das Lied gehört habe, da fand ich es furchtbar. Das ist wenigstens ehrlich. Ja, und jetzt zum Beispiel hat es mir sehr gut gefallen. Ann-Sophie, ich weiß, dass du einen guten Platz machen wirst. Du hast eine fantastische Stimme, du hast eine so großartige Ausstrahlung. Also ich sage mal, mindestens 10 Points aus allen Ländern. Mindestens. Ja, dann kamen ja auch die ersten ESC-Auftritte, wo du die Teilnehmer auch mal kennenlernen konntest. Guten Tag. Was hattest du für einen Eindruck von den Leuten? Total nett. Also ich hatte am Anfang erst ein bisschen Bammel, dass irgendwie jeder mehr für sich sein möchte, aber ich finde alle sehr gesprächig und aufgeschlossen und es macht echt viel Spaß, ja. In Amsterdam und London konnte ich ja leider nicht dabei sein, aber du hast ein Videotagebuch geführt und das schauen wir uns jetzt mal an. Okay. Hallo Torge, traumhaftes Wetter in Amsterdam. Ich bin jetzt hier und hatte die Ehre, alle 23 Länder noch kennenzulernen. Willkommen, Ann-Sophie. Jetzt werden diverse Interviews gegeben, Fotoshoots gemacht, etc., etc. Hallo, liebe Fans out Netherlands. No hablo español. Hallo, liebe Fans out Netherlands. Ich hoffe mit all mein Heart, dass Julie mein Liedchen Black Smoke moi Sule finde. Der Tag war unfassbar toll bis jetzt. Es waren alle Leute super nett. Wir haben irgendwie viel gequatscht, auch mit den anderen Ländern, den anderen Künstlern. Und ich habe mich mit allen sehr, sehr gut verstanden. Na, trinkt ihr schon Wein oder was? Ja, sicher. Was habt ihr noch gemacht? Na, wir waren... Wir haben eine klassische Amsterdam-Runde gemacht. Nee, geil. Und die Brillen dann drauf ein bisschen, dass wir die Gesichter sehen, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist keine gute Idee. Ich freue mich ganz doll auf heute Abend. Es sind unfassbar tolle Stimmen dabei. Das wird ein super, super Abend und ganz viel Spaß machen. London ist sehr besonders für mich, weil ich hier geboren wurde und deswegen ist es ganz schön, einfach hier zu sein und mit so einem wichtigen Event irgendwie meine Geburtsstadt wieder besuchen zu dürfen. It's going to be a lot of fun and let's just celebrate and have a good evening. Too hot to live, too hurt, you know. Her only lip was small.
Ich liebe das einfach. Ich mag es, Interviews zu geben. Ich mag es, rumzureisen. Alle Leute, mit denen ich zusammen reise, sind super nett und toll. Und wir sind eigentlich nur am Lachen. I love you, darling, and I prefer that you're right next to me. You're so pretty, you're right next to me. I know I'm crazy, but the... Okay. Conchita Wurst und ich haben ein Foto gemacht, da habe ich mich total darüber gefreut und uns noch kurz unterhalten und es ist total nett und ich... Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, dass sie sich ein bisschen Zeit genommen hat. Hallo! Freut mich sehr. Mich auch. Wie geht's? Gut, ich bin gerade ein bisschen overwhelmed. Warum? Weil Presse und alles wahrscheinlich. Ja, und jetzt stehst du gerade vor mir, deswegen... Ja, aber das tun wir ja nicht zum ersten Mal. Ja, naja, doch eigentlich, oder? Kurz in Hannover. Ich habe dich wahrscheinlich mehr gesehen als du mich, weil... Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, aber freut mich. Ich freue mich auch. Dürfen wir ein Foto zusammen machen? Sehr, sehr gerne. Ja, cool. Okay. I don't want tomorrow. Sehr schön. But please give her a fabulously warm welcome, representing Germany in the final, and Sophie on the London stage. Wenn ich auf der Bühne stehe und singe, das fühlt sich so schön an und da weiß ich einfach so, ja, also deswegen machst du das, um hier zu stehen und mit den Fans zusammen Musik zu machen und dir die Seele aus dem Leib zu singen. Auf der Bühne zu stehen ist schon, und zu performen und einfach die Sau rauszulassen, ist einfach so geil. Ja, das war's. Weißt du, was ich besonders sympathisch fand bei deinem Treffen mit Conchita? Nee. Dass du im Grunde genommen selber wieder zu einer Art Fan geworden bist. Weil eigentlich sind ja die Leute, die jetzt alle von dir Autogramme und Interviews haben möchten, da wurdest du selber wieder zum Fan. Wie fühlst du dich selber? Ja klar, also ich weiß nicht, ich habe auch großen Respekt vor den anderen ESC-Teilnehmern. Wenn ich irgendwie das Lied total cool finde, dann bin ich auch wie so ein kleiner Fan. Aber irgendwie ist es doch auch eine Art Konkurrenz. Ja, aber ich versuche irgendwie, das nicht so zu sehen. Ich will das alles freundschaftlich angehen. Wer weiß auch, wen man dann noch kennenlernt und mit wem man sich echt gut versteht. Deswegen bin ich da lieber mit einer positiven Einstellung. Also mit den Make-Makes aus Österreich, mit denen hast du dich auf jeden Fall sehr gut verstanden. Ja, die sind auch super lustig. Wo rein? Hier, ne? Erzählt doch mal, was euch gerade so furchtbar belastet. Naja, dass da für 4 Personen oder 320 Kilo steht und wir gerade besprochen haben, dass bei dem ganzen Stress, dass man da mal so 1-2 Kilo zulegt, in meinem Fall fast 10 Kilo. Aber ist es nicht eigentlich so, wenn man so viel Stress hat, dass man eher abnimmt? Wie schaffst du es denn zuzulegen bei dem Stress? Naja, man trinkt halt dann oft irgendwie. Naja, das ist so irgendwie, das haben wir bei uns nicht anders gelernt, weil es gibt halt dann überall was zum Trinken und dann ist man das so gewohnt, dass die Leute dann anstoßen wollen und dann sagt man auch nicht nein. Und dann, wenn man in so viele verschiedene Länder kommt, dann muss man natürlich auch die Spezialitäten überall ausprobieren und gleich gescheit schlemmen und dann legt man schon mal ein bisschen zu. Aber ich sage immer, ein echter Mann muss, also unter 80 Kilo bist kein echter Mann, also insofern. Ich 65! Das ist jetzt hier die Felswand da. Ja, das da runterspringen. Das ist Fürberg, ja. Und links daneben, da kann man also bei 1 Meter eigentlich anfangen und dann kann man sogar 30 Meter anspringen oder was. Ja, an Sophie, ne? Ja, also ich mach das sofort. Ich hab wahrscheinlich total Schiss, aber man muss ja immer... Also sagen wir mal so, wenn du gewinnst, dann springst du runter. Passt. Das verspreche ich. Haben wir drauf, ne? Aber und wenn ihr gewinnt, müsst ihr aber auch springen. Ja, passt. Wir machen sogar einen Backflip runter von 10 Meter. Das haben wir drauf. Ein Backflip? Ja. Anytime that you're thinking of me, that you might want me, I come at all, but don't you know? Anytime, any place, I'm yours. You're a lesson I love learning, so anytime that you've got a yearning, don't you know? Anytime, any place, I'm yours.
Ihr wirkt ja total entspannt. Ihr richtet das hier zu Hause aus. Seid ihr gar nicht nervös oder so? Du hast ja gesehen, wo wir heute überall unterwegs waren. Da können wir das mit Untertitel? Das habe ich gar nicht verstanden. Du hast eh gesehen, wo wir überall unterwegs waren heute und das gibt uns irgendwie die Gemütlichkeit und das Bodenständige. Oh, everyone's got the problems. There's always something on your mind. Liebe Ann-Sophie. Lieber Torge. Ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für dich. Eigentlich habe ich zwei Überraschungen. Die eine verrate ich dir jetzt schon. Du wirst gleich die Volunteers kennenlernen. Wir fahren jetzt in die Halle. Ach, krass. Und die zweite verrate ich noch nicht. Die bleibt Wieso? Noch geheim. Nee, das sage ich noch nicht. Genau, Schweden. Kennt ihr schon die offizielle Choreo von Schweden? Nein. Wollen wir sie zeigen? Ja. Du singst? Okay. Ich tanze? Okay, ihr müsst ja alle mitmachen am besten. Von Schweden, okay. Okay. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh, oh. Achtung. Cause we're dancing with the demons in our minds. Heroes. Echt, das ist es. Das ist es. Oh, oh. Ja, wir haben jetzt für Ann-Sophia auch noch eine kleine Überraschung. Denn die drei netten Leute hier werden dir jetzt zum ersten Mal die Halle zeigen. Ann-Sophie, jetzt ist der Moment gekommen. Wir schauen uns die Halle an. Ja, ach krass, Alter. Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein Gott! Alter, Scholli! Wie geil sieht das denn aus? Boah, das ist ja krass. Da stehe ich, ne? Nee, du stehst hier, aber später stehst du da. Oh Gott. Oh, wie krass das ist. Ja, lass uns weitergehen. Oh Gott. Ich darf das echt erleben, ne? Das ist ein Wahnsinn. Boah, Mann. Oh Mann. Also, wir gehen erstmal was essen und was trinken. Gin Tonic war dein Getränk, ne? Wir gehen erstmal einen Gin Tonic. Der eine reicht aber nicht. Möchtest du hier bleiben? Ja. Okay, tschüss. Ann-Sophie ist noch gar nicht auf zurechnungsfähig. Ann-Sophie, kommst du an meine Hand? Ich nehme dich mit. Ann-Sophie, morgen ist es soweit. In der Halle. Deine letzten Worte. Man darf es mir jetzt echt nicht übel nehmen, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich so unglaublich doll, morgen da auf dieser Bühne zu stehen. Ich hoffe, die Zeit wird nicht zu schnell vergehen. Ich hoffe, dass diese 3 Minuten sich ein bisschen länger anfühlen. Und ich bin ganz dankbar irgendwie, dass ich das erleben darf. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute, ganz, ganz viel Glück, genieß die Zeit und du rockst das schon irgendwie. Dankeschön. Sehr gerne. Bis dann, tschüss. Stimme. Ja, drücke alle Daumen, dass sie gewinnt. Wir stehen hier im Stockholmer Tivoli, denn das ist wahrscheinlich der Beginn der aufregendsten Woche in Ihrem Leben. Ja, aber nicht nur in Ihrem, sondern in unser auch. Weil wir begleiten Sie natürlich und wir zittern genauso mit ihr mit. Sag mal, jetzt bist du schon in Stockholm, was sagst du denn? Es ist soweit.
Ich freue mich. Ich habe jetzt 2 Monate lang irgendwie nur darüber geredet, wie ich es mir hier vorstelle. Und ich bin einfach nur froh, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich habe hier auch schon ein paar Sachen gesehen hier von Stockholm. Es ist eine wunderschöne Stadt und ich freue mich einfach, dass ich hier bin. Und bald geht es dann auf die große Bühne. Aber bevor das soweit ist, wollen wir uns nochmal Jamie Lees Weg nach Stockholm anschauen. Beim Vorentscheid. Kam es eigentlich, dass du da überhaupt mitgemacht hast? Also ich habe ja genau die letzte Staffel von The Voice of Germany gewonnen und ja direkt am Tag danach wurde ich von meiner Plattenfirma gefragt, hast du Bock da mitzumachen? Und dann musste ich erstmal auch so überlegen, okay, machst du das jetzt? Weil ich war gerade total froh, dass dieser eine Wettbewerb abgeschlossen ist. Und dann direkt in den nächsten reinzurutschen, da wusste ich dann nicht genau, ob ich das machen möchte, weil ich auch eigentlich überhaupt nicht dieser Wettbewerbstyp bin, aber ich rutsche irgendwie jedes Mal wieder in so eine neue Situation rein. Und ja, habe dann ganz viel überlegt. So, das ist die größte Erfahrung, die man, glaube ich, so machen kann, mit so als Musiker da hinzufahren, für das Land anzutreten und Millionen, 100 Millionen Leute sehen ein. Also und dann hab ich einfach gedacht, okay, du machst es, du hast da Bock drauf, dann machst du es halt, ja. So ist die Stimmung nur hier. Herzlich willkommen zum deutschen Vorentscheid. Von euch beiden fährt nach Stockholm. Jamie Lee gewinnt den deutschen Vorentscheid. Zu Schweden gehört natürlich auch Astrid Lindgren. Du bist auch mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen mit den Geschichten. Du magst ja auch gerne solche Märchenwelten. Der Manga-Style, das ist was, was dir sehr gut gefällt. Was magst du genau daran? Ja, diese ganze asiatische Manga- und Anime-Welt, die haben so liebliche Geschichten. Also ich habe ja schon früher als Kind Animes geguckt und die haben so Geschichten, die sind so mit Liebe gemacht und mit so viel Mühe. Und dieser Zeichenstil dazu, das hat mich schon immer irgendwie so fasziniert. Und dadurch bin ich ja dann auch auf die ganze Kleidung und sowas gekommen, habe mich darüber so ein bisschen informiert und so. Und ja, mir gefällt das Kindliche halt auch noch daran. Ja, und wie das genau dann bei dir aussieht, das hat sich Bürger Lars Dietrich war angesehen. So, ich befinde mich jetzt gerade hier in Düsseldorf. Und wo? Nicht auf dem Planeten Jamie Lee, sondern auf der Dokomi. Hier treffen sich viele Gleichgesinnte, und zwar Manga-Fans. Und ich bin sehr gespannt, ob Jamie mir vielleicht mal so ein bisschen einen kleinen Einblick in ihre Welt geben kann. Thank you.
gute Sängerin. Allein deswegen finde ich sie toll, aber dass sie dann auch noch aus unserer Szene kommt. Denn da ist ja die Verbindung, das ist ja alles eine Jugendkultur. Das ganze Cosplay, Dekorake, Musik, die dazugehört, Animes. Und ich liebe ihre Stimme. Das ist einfach, wenn sie in die tiefen Töne geht, und das ist einfach toll. Sie drückt das aus, was ich liebe, also Animes, Mangas, diesen Japan-Style und halt Musik. Das war schon das erste Mal, dass ich die dann bei diesem ESC-Vorentscheid gesehen habe. Als ich dann erfahren habe, dass sie auch ein Otaku ist, habe ich mich total gefreut, weil sowas findet man selten. Ah, okay, sie ist ein Otaku. Otaku. Mensch, Jamie, hier treffen sich ja alle Otakis. Nee, wie heißen die? Otakus. Otakus? Ja. Ja, okay, die Otakus, also die Manga-Fans und, oder so, nennt sich ja. Ja, ja, so die Community so. Und da gibt es ja verschiedene Sparten auch, nicht? Also, okay, warte, pass auf. Also es gibt zum Beispiel Cosplayer, die verkleiden sich als Anime- oder Manga-Figuren oder was auch in letzter Zeit voll in ist, so Disney-Figuren und sowas. Dann gibt es den Harajuku Street Style und darunter zählen zum Beispiel Dekoraki, was ich mache, oder Visual Key, habe ich jetzt aber noch gar nicht so gesehen. Also da so freie Schnauze so. Genau, also das hat gar nicht so mit Manga oder sowas zu tun, aber das ist halt eine große Community. Viele K-Pop-Fans, wie ich zum Beispiel auch, die aber halt eher so koreanisch rumlaufen, kommen auch hierher. Also die ganzen Asia-Fans kommen einfach hierher. Ah, und ich will noch mehr lernen, ich will ganz viel lernen, deswegen lass uns mal ein bisschen hier rumgucken, oder? Ja, wir gucken hier. Und du zeigst mir alles. Und ich shoppe. Ja, nein! Nein! Wir werden jetzt Zeuge eines Jackenkaufs. Und weiter geht's. Was hast du denn dazu? Die finde ich süß. Oh, kawaii. Ist das niedlich? Oh, aua, au! Sag mal, ja, bissig sind sie schon. So richtig trauen darf man die nicht. Was war denn das gerade? Hast du dir schwitzt du? Guck mal, da ist eine, die trägt auch Dekoraki. Siehst du das? Ja, siehst du, diesen Unterschied wollte ich ja gerne von dir mal erläutert wissen. Aber es ist ja gar nicht möglich, mit dir ein Gespräch zu führen, weil du die ganze Zeit nur am Shoppen bist. Du bist ja nur am Shoppen, Menschenskinder. Also wir gucken gerade nach Kontaktlinsen. Und wir versuchen welche zu finden, die nicht zu künstlich aussehen, die einfach die Augen schön groß machen. Ja, dass es ein bisschen cooler wirkt einfach beim Auftritt, vielleicht beim ESC. Was denn? So sieht man aus. Mit dem Mikro darf ich ihn leider nicht schlagen. Doch, darfst du. Ja, darf aber ich. Aber nur mit der weichen Stelle. Oh, mit Aua! Ich nehme alles. Möchtest du mir das mal zeigen? Könnt ihr ja jetzt zumachen, wenn ihr alles nimmt. Ah, oh, so schön. Das habe ich schon. Das freut mich, dass du glücklich bist. Hier gibt es natürlich eine Menge Verrücktes zu sehen und zu erfahren und vor allen Dingen auch die neuesten Trends. Aber Jamie Lee kauft natürlich hier nicht ihre Bühnenoutfits. Die werden woanders angefertigt und da gehen wir jetzt mal hin. Don't be afraid, it's only dark till the world turns round. Kati, wie kommst du auf diese ganzen Ideen für die Kunstwerke, die du hier machst? Na, das ist ganz viel zusammen mit Jamie, setze ich mich natürlich hin. Oder so ganz am Anfang haben wir uns natürlich unterhalten, ne? So wie, in welche Richtung soll es gehen, was findest du gut? So, wenn man dann so eintaucht, denkt man so, oh wow, oh wow, oh wow. Also hat sie dir auch neue Welten? So, ja, total, total, ja. Und die macht das ja auch noch alles mit. Und das steht dir ja vor allen Dingen gut. Das steht ja nicht jeden, kann ja nicht jeder tragen. Nee, ich meine, so Leute wie also, Jamie und ja, vielleicht. Man selber würde verkleidet aussehen, aber ich finde, du musst das auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, weil mal, man muss es immer anprobieren. Was ist denn das jetzt hier? Nein, nicht. Oh mein Gott. Ich bin halt so nervös. What the fuck, ey? Ich bin so gespannt. Soll ich? Ja. Wow! Toll, wa? Kati? Super! Das ist doch wirklich, hat er sich genau das Richtige ausgesucht. Sag mal, dieser Stil, der hat einen Namen. Dekoraki, ja. Deko was? Key. Dekoraki.
Und das kommt aus? Japan. Aus Japan. Sehr. Aus Tokio kommt er. Okay, und wie bist du darauf gekommen, auf diesen Style? Das habe ich immer mal in der Bravo oder so gesehen und ich finde das so toll. Ich habe mich schon immer so ein bisschen für japanische Styles interessiert. Ja. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, wow, das finde ich noch viel geiler. Ja. Und dann habe ich gegoogelt und darüber gelesen und direkt Sachen bestellt aus Japan und Korea und probiert und... Wie heißt das? Deko? Dekora-Key. Also von Dekora, von Dekorieren oder ja, das, Decoration? Das habe ich, ne? Hab ich so rausgefunden. Dekora und dann Key. Dekora-Key. Sehr geil. Sag mal, du hast ja so viele Sachen hier. Das ist alles Kopfschmuck. Ja. Und alles für Jamie Lee. Oder speziell was? Nur für Jamie Lee, ja. Wow. Und wie kommst du denn auf die Idee? Zum Beispiel mit den Bärchen? Also ich hatte eigentlich eine Freundin, hat mich ja angefragt und dann habe ich mich irgendwie mit dem Thema natürlich auch beschäftigt, mit Dekora Key und dachte, okay, das passt ganz gut zu meiner Kunst, die ich eigentlich sonst mache und dachte, okay, ich probiere mal aus und hatte so eine asiatische Mickey Maus und da war die Idee dann mit den zwei Ohren oder mit den zwei Kugeln geboren und habe einfach angefangen zu arbeiten und das ist geflossen. Ja, und das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Mit Seifenblasen. Guck mal, das ist so ein kleines Hütchen, so ein schräges. Niedlich. Ich kann nicht. Was denn? Also ich habe echt gedacht, dass das ein bisschen ernsthafter wird. Willst du vielleicht? Also wirklich. Das Pinke ist das Geilste. Ja. Ich finde das ja richtig niedlich hier, so kleine Gassen, kleine Geschäfte. Ja, halt total alt alles, ne? Ach so, aber ein bisschen wie zu Hause, oder? Wie ja, bei dir zu Hause? Ja, schon so ein bisschen Stadtfeeling auf jeden Fall, ja. So Hannover, okay, ich weiß nicht, ob man Hannover jetzt wirklich so mit Stockholm vergleichen sollte, aber es erinnert einen schon so ein bisschen daran, so ein Marktplatz und sowas, ja. Was magst du an Hannover so gerne? An Hannover mag ich, dass da immer was los ist und ja, ich weiß nicht, ich habe da natürlich auch viele Freunde gefunden und deswegen besuche ich die auch sehr oft in Hannover. So mein Lieblingsplatz, so der Opernplatz, würde ich sagen, da bin ich ganz oft so und Hauptbahnhof generell so die Gegend, so zum Shoppen gehen und sowas, also kann man gut einkaufen, ja, ist cool da. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse. Liebe Jamie Lee, du hast mich jetzt hier in deine Welt entführt, ja. Und zwar sind wir in Hannover. Genau, richtig. Du kommst also aus dieser Ecke her. Ja, genau. Also ich bin hier auch schon öfters essen gewesen und so was. Und ich dachte, ich zeig dir das mal hier so ein bisschen. Ja. Wie eine Veganerin aus Hannover essen geht. Ja, eben. Aber du hast doch da auch Wurst drauf, oder nicht? Nee, das ist alles vegan. Es sieht nur so aus. Es schmeckt auch eigentlich gar nicht überhaupt, also so wie echt das Fleisch. Achso, ich dachte, es schmeckt eigentlich gar nicht. es schmeckt auch eigentlich gar nicht, aber es ist schmeckt vegan. Nicht. Nein, aber machst du das dann wirklich aus tiefster Überzeugung? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja vor so ein paar Jahren, hat mir eine gute Freundin von mir ein Video gezeigt über Massentierhaltung von Peter. Und diese Videos sind ja immer so ein bisschen direkt, sage ich mal. Und dann habe ich direkt von einem Tag auf den anderen aufgehört, Fleisch zu essen und mich immer so ein bisschen weiter informiert und nach anderthalb Jahren mich dazu entschlossen, auch vegan zu leben. Also komplett ohne Milch, ohne Also schon Eier in erster alles. Linie den Tieren genau, ja, richtig. Gegenüber vor allem und nicht genau. Nur wegen der Gesundheit. Wegen der Gesundheit eigentlich so gar nicht. Ich esse trotzdem noch richtig ungesund. Ja. So. Und was machst du sonst so hier in Hannover? Also hier gibt es eigentlich alles, was man braucht, ist halt nur ein bisschen kleiner. Mhm. Aber da ich ja eigentlich wirklich vom Dorf komme, ist das schon groß für mich so. Gibt es jetzt auch schon so, keine Ahnung, falsche Freunde, die sich jetzt so schon langsam so einschalten? Ja, also es ist viele Leute, die früher irgendwie nichts mehr mit mir zu tun haben wollten, haben sich jetzt wieder gemeldet. Mhm. Ja, und da merkt man halt schon, dass es halt... Ja, einfach Menschen gibt, die sich dann irgendwie mit einem schmücken wollen. Aber hat man so manchmal das Gefühl, dass alles um einen herum sich verändert und man selber eigentlich der gleiche ist? Also ich frage ganz oft meine Freunde, ob ich irgendwie zum Beispiel jetzt abgehoben bin oder sowas. Und die meinen alle zu mir nein. Aber viele sind dann auch, die sagen, ja bitte
werd nicht abgehoben oder sowas, bleib bitte auf dem Teppich, wo ich so denke, ey, kommt mal runter so. Und wenn dann wirklich nach The Voice und nach dem ESC-Vorentscheid jeder irgendwie zu dir sagt, ey, du bist toll, du bist geil, du hast es geschafft, du bist die Beste, dann ist es vielleicht auch schwer, nicht abzuheben. So, also ich glaube, die können das gar nicht so nachvollziehen. Also ich glaube, ich habe mich nicht verändert. Ich habe natürlich jetzt viele Erfahrungen gesammelt, aber ich glaube, ich bin immer noch so wie vor, hoffe ich zumindest. Das ist ja das Witzige an dir, das ist ja das, was ich irgendwie so überhaupt nicht verstehen kann. Ich werde total abgehoben jetzt. In deinem Alter. Bist du auch so? Naja, jetzt ja. Das hat lange gedauert. Er sieht heftig aus. Oh Gott, wahrscheinlich sind die wirklich echt. Das ist ein Testgang. Hat er sich gerade bewegt? Ja. Ich hab voll Angst. Oh mein Gott, lass mal bitte weiter. Sind das hier Outfits von den Männern? Guck mal, die haben so Hosen an. Oh mein Gott. Anybody could be that guy. Not a song and the music's high. Oh mein Gott, ich kann das nicht machen. Du machst natürlich ganz andere Musik als ABBA. Jetzt hast du gerade dein erstes Album rausgebracht. Berlin heißt das. Genau. Warum Berlin? Warum nicht Hannover zum Beispiel? Weil Berlin für mich so mein zweites Zuhause geworden ist in der Zeit bei The Voice. Und diese ganzen Lieder, die ich die auf dem Album sind, da verarbeite ich so Geschichten drin, die in der Zeit in Berlin bei The Voice so passiert sind. Und auch Berlin von Ray X, der Song, da habe ich ein Cover von gemacht. Das ist auch auf der CD drauf. Und das war so dieser Song, der mich bei The Voice auch so ein bisschen nach oben katapultiert hat. Und deswegen heißt es Berlin. Ja, und deine Arbeit im Studio, die hat sich Lars auch in Hannover nochmal angeschaut. Jetzt müsstet ihr wieder leiser werden. Ja. Ihr habt euch jetzt gerade so ein bisschen eingespielt und warm gespielt, seid noch ein paar Songs durchgegangen, der Philipp und der Benny. Hallo, grüßt euch. Ja. Wie ist es, machst du am liebsten im Studio so Musik oder stehst du doch dann lieber auf der Bühne vor vielen Leuten? Ja, am liebsten stehe ich natürlich auf der Bühne, aber es ist vielleicht mal entspannt irgendwie zu proben, ohne dass irgendwie, ja weiß ich nicht, 400 Leute irgendwie... 400 Leute ist ja richtig. Wird sich jetzt ein bisschen steigern. Oh ja, ein bisschen wird sich das steigern. Nee, aber es ist cool, wenn man mal so ein bisschen für sich ist und dann auch Fehler passieren dürfen. Mhm, ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu singen? Ich weiß nicht. Ich habe mir, glaube ich, irgendwie mit 8 Jahren oder so mal SingStar gekauft. Noch für PlayStation 2 oder so. Ja. Und mir hat es total Spaß gemacht und ich habe halt gemerkt, dass ich irgendwie, dass ich singen kann, weil ich alle abgezogen habe. Echt, hast du immer gewonnen dabei? Ja, ganz oft. Ich nie. Und ich habe damals von den Fantastischen Vier irgendwas irgendwie gerappt und da war immer daneben, immer daneben. Habe ich gedacht, was kann man denn beim Rappen jetzt so daneben sein? Meine Güte. Oh, wie traurig. Ja, das war wirklich sehr traurig. Nee, bei mir kam immer Daumen hoch und Sternchen und sowas. Also nee, da habe ich halt so gemerkt, dass mir singen total Spaß macht und da haben dann natürlich auch meine Eltern gemerkt, dass ich irgendwie was kann und haben mich dann auch gefördert und ich bin dann... Wie alt warst du da? Oh Gott, da war ich so 9 oder 10 oder so. Und dann habe ich mal so eine Anzeige in einer Zeitung gelesen über so ein kleines Casting für so einen Jugend-Gospel-Chor irgendwie. Und dann, der hier auch in Hannover ist. Und dann bin ich da hingegangen. Und seitdem bin ich dann auch in diesem Gospel-Chor. Und da habe ich das Singen dann erst richtig gelernt. Mhm. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Ich hoffe, du wirst die richtig beantworten. Hast du eine Lieblingsband? Ja, ich habe eine Lieblingsband. Also in K-Pop habe ich eine Lieblingsband, die heißt Block B. Das ist eine 7-köpfige Boygroup, die liebe ich über alles und ich bin großer Fan. Block B heißt die? Genau. Richtig. Hast du die schon mal live gesehen irgendwo? Nein, ich meine, ich will aber. Ja. Ja, du brauchst mich nicht so angucken, ich sag jetzt nicht, hier sind sie. Aber ich hab was für dich dabei. Vielleicht kannst du ja irgendwie was damit anfangen. Warte was mal. Denn? Ja. Weißt du, was es ist? Das. Oh mein Gott. Oh, das ist vom P.O., was steht? Aber ich hab... Oha, was Lies ist das? Lies mal vor. Ich kann es nicht lesen, du musst es vorlesen. Aber das ist vom P.O.
Das ist mein Lieblingsidol. Also da steht drauf Pyoji Hun. Oh, Pyoji Hun, ein Anstecker von mir. Oh mein Gott. Ja, siehst du? Das ist mein Lieblingsidol aus der Gruppe. Juhu! Das ist eine Überraschung. Hier, nochmal für die Zuschauer. So sieht das aus. Darüber freut sich die Jamie. Lena, oh, jetzt ist sie weg. Bald stehst du selbst auf der großen ESC-Bühne. Was verbindest du eigentlich mit dem ESC? Ich selber verbinde mit dem ESC natürlich am meisten so den Auftritt von Lena damals 2010. Das war das erste Mal, wo ich den ESC so richtig verfolgt habe, auch mit dem Vorentscheid und weil sie auch aus meiner Umgebung kam und auch meinem, ja, einfach so diesen Humor hatte, den ich auch so cool fand und alle haben über sie geredet und habe ich das auch mitverfolgt. Und das ist so meine größte Erinnerung und ich hoffe, dass ich ja vielleicht auch so wie sie dann auf die Bühne gehe und lächle und ja, alle überzeugen kann. Jamie Lee! Ich bin völlig im Grand Prix-Feeling, ESC-Feeling, obwohl wir ja noch gar nicht dort sind. Aber es ist eine Vorstufe, es ist der Echo und hier wird sie gleich lang spazieren. Jamie Lee, ich freue mich. Ich bin hier in einer Mission und zwar begleite ich Jamie Lee. Sagt euch der Name was? Wie lange hast du denn? Durch meine Tochter bin ich da komplett angeschlossen und ist die Kleine, die uns jetzt vertritt beim Grand Prix. Ist ja wunderbar. Ich bin begeistert, wie perfekt sie singt. Das ist ja irre. Die singt immer live. Ja. Intonation 1+, Stimme 1+. Ja. Und der Song kann auch was. Dementsprechend würde mich nicht wundern, wenn da einiges geht. Ich habe mir natürlich den Vorentscheid angeguckt. Was wäre ich denn für eine ehemalige Gewinnerin, wenn ich das nicht verfolge? Ich denke, dass da schon viele, viele Punkte des Rezeptes zum Erfolg abgehakt wurden. Und ich meine, es wird sehr spannend. Sie ist sehr sympathisch. Wurde auf jeden Fall von allen gesagt. Was sagst du dazu? Ja, das freut mich, wenn das alle sagen. Und? Setzt sich das unter Druck? Nein, Quatsch. Nein. Das stärkt mich eher so in meinem Selbstbewusstsein. Ja. Man weiß ja nie, wenn man bei den Leuten hier ankommt. Ja. So bei den Zuschauern ist es immer so, ja, ganz cool. Aber kann ja sein, dass alle Promis so voll heimlich hinterm Rücken über mich lästern. Wer weiß. Ja, das habe ich eigentlich auch gedacht und vermutet. Aber scheinbar ist dem nicht so, weil die kennen dich alle und schwärmen, von dir. Warum hast du das vermutet? Naja, ich kenne doch die Branche. Okay. Ja, aber du bist wirklich, also kommst wirklich gut an. Das freut mich. Ja. Das ist schön. Das gibt, das gibt mir ein gutes Gefühl für unsere Stockholm-Reise. So, jetzt sind wir hier im Globen, der Ort, wo du auftreten wirst. Und ich möchte dir gerne die Bühne zeigen. Du wirst jetzt gleich zum ersten Mal sehen. Bist du bereit? Nein, aber lass es einfach reingehen. Komm, wir gucken. And things I need for sure were wrong. The time has passed so long. Was geht dir jetzt so durch den Kopf kurz vor dem Auftritt, wenn du das hier zum ersten Mal siehst? Ja, wo ich hier mitmache, ne? Also ich realisiere, dass mich schon allein hier ganz viele Leute sehen werden, so früher bei The Voice oder auch beim Vorentscheid. Da konnte ich das immer gut ausblenden, dass so ein paar Millionen Leute zugeguckt haben vom Fernseher. Da habe ich halt immer nur das Publikum im Studio wahrgenommen. Und das waren dann ja auch nicht allzu viele, das waren dann ja so ein paar Tausend vielleicht. Und jetzt sind es dann mal so ein paar mehrere Tausend, was dann auch schon für mich sehr aufregend ist, weil vor so einem großen Publikum
im Studio habe ich dann auch noch nie gesungen. Also es ist schon krass hier, auch mit der Lichtshow und alles heftig. Are you nervous about it or yes. Are you cool? I'm nervous about everything. you try to enjoy it, you know. Yes. And focus on actually that it's a lot of fun and singing is the best you know to do. Yes. Because it's easy to forget. Yeah. And to take it too seriously. Mm-hmm. Yeah. But this is the best you can do. You know, it's your favorite hobby. Yeah, really. I'm sure it will be fun. Yeah. I'm sure. Yeah, and I'll go back to you. Oh, I'll be the answer you've been waiting for. I'll be the truth that you've been looking for. So, jetzt hast du alles gesehen, die Stadt, Stockholm. Wir haben die Bühne gesehen und wir sind jetzt quasi über der Bühne, über der Halle gerade. Was geht dir so durch den Kopf? Ja, ich hoffe einfach, dass alles gut geht, dass der Auftritt so klappt, wie er jetzt geplant und geprobt wurde. Und ja, hoffentlich wählen die Leute in den Ländern mich und Deutschland und ja, bringen die Krone wieder nach Deutschland. Hast du dir auch mal überlegt, was passiert, wenn du nicht weit vorne landest? Dann werde ich einfach mit dem Gewinner feiern und ja, direkt wahrscheinlich in Deutschland versuchen, wieder ein bisschen mehr durchzustarten. Und das wird schon alles klappen, also es wäre jetzt kein Weltuntergang. Aber ich versuche natürlich trotzdem alles, um ja, für Deutschland auf den ersten Platz zu kommen. She's ready. Ich habe ein gutes Gefühl und Jamie sogar persönlich auch. Und das ist das Besondere. Ne, was ist das gutes Gefühl, ne? Ein schönes Gefühl. Ja, ein schönes Gefühl. Ein sehr wärmendes Gefühl. Also ein gutes Gefühl. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Schöner kann man es nicht in Worte fassen. Also jetzt momentan nicht. Ein. I've been walking asleep, dreaming away, finding a thing. Levina, du fährst mit Perfect Life nach Kiew. Finding with every breath I take, I'm not afraid of making mistakes. Sometimes it's wrong before it tries. Hello. Hallo liebe ESC-Freunde, hier ist Bürger Lars Dietrich und ich habe das große Glück, Vergnügen und die große Ehre auch, unseren Star zum Eurovision Song Contest nach Kiew zu begleiten, Levina. Ja, hallo. Ja, und wir stehen hier in London, nämlich in Levinas Wahlheimat. Seit 7 Jahren lebst du schon hier. Das ist richtig, du studierst hier, lebst hier, lachst hier und ich möchte, dass du mir und den Zuschauern mal ein bisschen was zeigst, so von deinem Leben hier. Klar, und das mache ich. Ja. Wollen wir los? Na los, du musst sagen, wo es lang geht, klar? Genau. Okay, aha. Hello from London. Hello from London. Live auch im Fernsehen übertragen, so haben sich dann so viele DJs. Hey, hey. Wie bist du denn eigentlich noch mal auf die Idee gekommen, hierher zu fahren? Also es war eigentlich so, dass ich einfach zum Studium hat es mich hierher verschlagen und dann wollte ich eigentlich nur so ein bisschen bleiben und
habe dann aber eben meine Band gegründet und wie das dann so ist und dann bleibt man auf einmal da. Dann sind dann auf einmal 7 Jahre draus geworden. Genau. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich jetzt für den ESC zu bewerben? Tja, das war eigentlich ganz lustig. Meine beste Freundin aus Deutschland, die, mit der ich in Chemnitz zusammen aufgewachsen bin. Ach, das ist immer schön. Ja, ja, sehr schön. Die hat mir den Link geschickt, also die hatte das im Radio gehört und gesagt, ah, guck mal, hier kann man sich online bewerben, einfach ein Video hinschicken, mach doch mal, das wäre doch, das wär doch lustig. Hier ist eine Stelle frei geworden irgendwie. Genau. Und man musste wirklich nur so einen kleinen Link einfügen zu einem YouTube-Video und Name und E-Mail-Adresse angeben und dann, das war's schon. Ja. Dann habe ich das mal gemacht und gesagt, jetzt warte ich mal ab. Und dann? Genau. Wurdest du eingeladen? Genau, dann kam der Anruf, dass ich nach Köln eingeladen wurde. Und dann hat irgendwie alles geklappt. Guten Abend! Let's make the deutsche Vorentscheid great again. War für mich wirklich eindeutig, das Beste von den 5, was wir bis jetzt gehört haben. Mann, was sagt Lena dazu? Das wolltest du gerade sagen, das wollte ich sagen. Der erste Song, der ins Finale einzieht, ist... Wildfire von Levina. Ja, und jetzt sind wir gespannt, wer verbirgt sich hinter dem zweiten Fragezeichen? Ist es Axel oder ist es auch Levina? Levina! Du fährst mit Perfect Life nach Kiew. Was für eine Überraschung! Seit unserem letzten Treffen, da ist ja schon einiges passiert. Erstmal war ja auf einmal auf der Bühne die Hölle los. Glamour, Glitzer, du musstest, beim Singen ist dir auch noch so ein Flitter in den Mund gefallen. Du hast ja auch sofort dann auch für die internationale Presse dann auch auf Englisch dann Interviews geben müssen, so ganz spontan. Oh mein Gott, wie war denn das? Ich fühle mich so, als hätte ich sehr lange mich auf diesen Moment irgendwie vorbereitet, weil ich halt ja schon immer Musik mache und eigentlich das, was ich jetzt mache, an dem Album arbeiten und für Auftritte mich vorbereiten, das wollte ich eigentlich ja schon die ganze Zeit. Genau. Und somit bin ich eigentlich richtig happy und beim Vorentscheid, ich glaube so, an dem Abend habe ich das noch gar nicht alles so realisieren können, weil es war einfach so viel, was passiert war in der Zeit davor auch. Es hat sich alles so aufgebaut und dann auf einmal war dieser Abend rum und dann hatte ich das gewonnen und irgendwie... Und seitdem hast du wahrscheinlich kaum noch geschlafen. Genau, und seitdem ist wirklich immer Reisen und so ein bisschen Europa-Tour, Videos. Das warst du? Ja. Kannst du das schon realisieren? Nee. Nee, ne? Glaube ich dir. Ja, ich bin müde. Weil ich natürlich gestern noch schön gefeiert habe mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Also ich habe jetzt so 2 Stunden Schlaf gehabt. Hi! Herzlichen Glückwunsch, lass dich einmal drücken. Alles Gute. Komm, wieder auf dein übliches Tortenstückchen. Ja. Perfect Life, das ist die Nummer, mit der du nach Kiew fährst. Fühlst du dich wohl mit dem Song? Hättest du das auch so gewünscht? Ja, also ich fand beide Songs echt gut. Wildfire war ja eher so eine Powerballade. Bereit, Levina? Ja. Also ich fühle mich eigentlich ziemlich
gut. Abgesehen von der Müdigkeit bin ich heute aufgewacht und dachte mir nur so, krass, ist das gestern, war das wirklich alles, ist das alles so passiert? Und ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen damit zu tun, das alles zu realisieren. Hier, du musst nutzen. Es geht heute um Sie, heute Abend, unter anderem. Und ich würde mich sehr freuen, oder wir würden uns freuen, oder? Ja, ja, über was? Naja, wenn die Leute heute Bettina und Bommes gucken würden. Auf jeden Fall, ja. Da sind wir beide dabei. Herzlich willkommen bei Bettina und Bommes. Wir haben tolle Gäste. Ich fange mal direkt an, Sie vorzustellen. Levina ist unsere Kandidatin für Kiew und ihr ESC-Partner ist der Bürger Lars Dietrich. Herzlich willkommen. Hier ist Levina. Levina. It's been a long time running, 'cause I had some things to see. I had to meet some people. Du hast ja relativ früh angefangen, das haben wir alle gesehen. Diesen ja. Ausschnitt, wie du ja. bei diesem Kindermusical singst, schon sehr gut. Auf meiner letzten Fahrt nach Norden an die See hab ich so manchen toten Baum gesehen. Ein Waldgeist habe ich gespielt, sozusagen. Ja. Und ich habe das Lied vom Baum gesungen. Jeder Baum ist ein Stück. Ich bin ja in Chemnitz eben aufgewachsen und habe da schon glaube ich, seit ich mich erinnern kann, gesungen. Also ich weiß noch, dass ich irgendwie auch immer im Garten war und im Sommer und mir dann immer selber irgendwelche Sachen ausgedacht habe, die ich da gesungen habe ja. irgendwie. Ich fand es immer ganz aufregend, irgendwo anders hinzureisen mhm. halt auch, weil eine Freundin von meiner Mama, die hat halt da zu der Zeit schon in London gewohnt. Und da bin ich irgendwie mit 12 Jahren das erste Mal nach London gekommen mhm. und sah halt nur so eine Schulklasse, wo die alle in ihren Schuluniformen waren und ja. halt alle sahen anders aus. Es war bunt, mhm. ne? Also jeder kam woanders her. Ich fand das einfach ganz toll mhm. und habe damals schon so zu meiner Mama gesagt, oh, hier möchte ich irgendwann mal zur Schule gehen oder irgendwie, ja. ne? Ich finde das so toll. Und dann irgendwie bleibt man auf einmal dann da und mhm. dann sind auf einmal schon so viele Jahre vergangen und man denkt sich, huch, es ging jetzt schneller, als ja, man gedacht hat. So. Und jetzt für den ESC passiert ja auch in London jetzt was. Genau. Genau vor deiner ja, Haustür. Ja. I see your clue. No, you worry about the demands to be. Ich musste die drei sexiest Männer nummerieren. Okay, that, this, Slovenia, Italy, and the big one, 12 points to Romania. Das fand ich äußerst schwierig. Also von den ganzen Teilnehmern? Ja, genau, von den Teilnehmern. Und aber nur anhand der Fotos. Und ich meine, das weiß man ja dann auch nicht. Ne? Mhm. Sehen die jetzt im Foto, hätte ich denen auch jetzt die Nummer 12 gegeben. Wenn ich sie live gesehen hätte, das weiß man dann nicht. Ich liebe es, hier zu sein. Es ist die beste Eurovision-Party, die es gibt. Die ist ein bisschen verkitscht, ein bisschen puffig. Wie aber so soll es doch sein, aber das macht ja auch gute Atmosphäre. Und man ist eben sehr nah am Publikum und die Fans sind einfach wahnsinnig enthusiastisch. Und es ist so toll, wenn man da, ja, wenn man da performen darf. Would you please welcome the lovely Levina? Thank you.
Leute hier sind total nett, total freundlich, nehmen uns richtig gut auf hier. Bari Or ist guten Tag. And I can say Bari Or. Bari Or. Bari Or. Bari Or. I know that. Dankeschön ist echt schwierig. Irgendwie Schnorrhajukation. Schnorrhajukation. Schnorrhakalution. Schnorrhakalution. Geht doch, oder? Und jetzt weht der Kleine im Wind. Look at you know the summer, do la touch me again, ya man. Do me go to the sea, man. I'm going to go to the sea, man. I'm going to go to the sea, man. I'm going to go to the sea, man. Ich bin jetzt hier in Amsterdam bei Eurovision in Konzert. Hier wird Levina unter anderem auch wieder mal auftreten. Und ich gucke mich jetzt mal ein bisschen um. Vielleicht komme ich auch ins Gespräch mit dem einen oder anderen Contestant. Bis dann. Wie geht es euch? Sehr gut, ja. Die Antwort war schon mal richtig. Can you show me a little bit from your dance moves? Yes, from your video. Why not? You say, occidentalis karma, pa 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 ra, pa pa. La scimmia nuda balla. One, two, three, four. Okay. Five, six, seven, eight. Lo fai meglio te di me. You are better than me. No. The spaceship is ready to blow. I'll sing something in German. Mein Vater ist ein Appenzeller, er frisst den Kasmitz am dem Teller,
Kennt ihr schon die ganzen anderen Contestants? Habt ihr die alle schon kennengelernt? Levina von Germany. Also wir waren in den ersten Tag mit dem Bus mit Levina. Wir waren mit einem ganzen coolen Bus. Waren wir unterwegs und da haben wir mega genossen. Wirklich, es war so eine cool mit der coole Bus mit PlayStation alles und es war wirklich und cool. Minibar, also es war eine große Bar, eine wirklich große Bar. Toll, so würde ich auch gerne mal meinen Urlaub verbringen. Wir haben nur Wasser getrunken. Achso, nur Wasser getrunken. Ja, ja. Okay, alles klar. Ihr wart ja, ihr habt ja schon eine Weltreise hinter euch, oder? Ja, wir waren ja in London, haben wir sie gesehen. Und dann in Tel Aviv. Und jetzt eben hier. Und dann noch Madrid. Ja, mein Gott. Dann komme ich noch nach Deutschland. Ja, eben. Auch das noch. Ja. Aber du siehst, machst noch einen guten Eindruck. Also steckst das alles gut weg. Ich muss sagen, ich habe heute über 10 Stunden geschlafen. Das über 10 Stunden geschlafen? Über 10 Stunden. Oh, das war gut. Echt mal nötig. Ehrlich gesagt, du bist doch bestimmt jetzt auch schon ganz schön durch, oder? Das kannst du ruhig mal zugeben. Ja, also ich so mal einen Tag, wo man sich nicht den Wecker stellen müsste, das wär's. Das sind so Sachen, da denkt man gar nicht dran im normalen Leben, dass das gar nicht mehr passieren könnte. Da kann man die ganzen, so ja, ja ach, ich liege im Bett und guck mal einen Film an. Das wäre wirklich schön. Ja, aber das kannst du ja dann auch jetzt vielleicht mal machen. Ja, das kann man auch immer wieder machen. Und also ich würde auch diese Erfahrung um nichts in der Welt, würde ich das tauschen. Also es war total toll und Kiew wird einfach nochmal, glaube ich, 10-mal mehr. Da bin ich überzeugt von und deswegen musst du jetzt Kräfte sammeln und dich mal ein bisschen ausschlafen. Keine Interviews mehr mit Levina. Dankeschön. Schön. Ja, kann man machen. Ja. Okay. So, wir stehen jetzt hier also vom King's College London und das war deine Universität, auf der du Geografie studiert hast? Oder? Ja, genau. Das ist ja verrückt. Man kann es vielleicht so sagen, ein bisschen mehr wie so International Development, International Relations. Also so sowas, was die Menschen angeht, deren Umfeld, die Wirtschaft, Politik, ein bisschen so von allem. Mhm. Also du hast erst Musik studiert und Komposition, hast du gesagt? Ja. Dann bist du auf die Idee gekommen, das hier mal anzufangen? Genau, also dieses Musik, sag ich mal, Studium, was ich davor gemacht habe, war halt wirklich ein Einjahreskurs. Okay. Und danach habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich meine Band, ich mache die ganze Zeit Musik. Vielleicht ist es ja auch gut, irgendwie noch mal was anderes auszustudieren. Eigentlich passt das ja auch gut zusammen, weil du bist ja jetzt viel in der Welt unterwegs. Ja, das war auch wirklich eine ganz tolle Zeit. Also ich habe einige meiner besten Freunde während des Studiums kennengelernt. Aber es hat mir auch noch mal so ein bisschen mehr gezeigt, dass ich doch wirklich nur Musik machen will. Plan A. Ja, genau, Plan A. Hier, ja. Warte mal. Da ist er. Plan A. Normalerweise, wenn ich selber schreibe, setze ich mich eigentlich meistens einfach ans Klavier und spiele mal so ein bisschen rum und dann kommen irgendwelche Akkorde, die mir gefallen und dann fange ich an, eine Melodie dazu zu singen, die mir vielleicht gefällt. Remember when we were wasted in amazing. Die mit ihren spitzen Fingernägeln und macht mir die Tasten kaputt. Nein, das war schon so. Ja, nee, die gehen öfter mal ab. Ich habe von Anfang an Levina auf dem Schirm gehabt, war mein großer Favorit. Du kannst im Prinzip immer jeden Take nehmen, da geht es dann nur noch um Ausstrahlung und wie interpretiert man das, aber nicht um das Gesangliche. Also das Können ist wahnsinnig gut. It's causing too much pain, no trespassing in my brain, my brain, my brain. Stop right there. Wenn man im Studio noch neue Sachen entwickelt, das ist halt so auch noch die kreative Phase, wo man noch alles so ein bisschen verändern kann. Fertig. Kommst du rüber? Mhm. Hören wir es mal an. Das Desaster. Finde ich viel geiler.
Ja, weil das ist so ein bisschen so wirklich I don't care mäßig. Genau. So, ja, das kann man so machen. Eigentlich würde man ja beim ESC-Album erwarten, ja, das ist jetzt irgendwie zusammengeschustert auf die Schnelle, aber es ist überhaupt nicht so und fühlt sich auch gar nicht so an. Levina hat eine Haltung, sie weiß, was sie will, sie weiß, was sie nicht will und dadurch kommen wir immer relativ schnell auf den Punkt. We couldn't be closer, wish we could have frozen the moment. Though it's unspoken, something here is broken and we know it. We're missing out on love and life just 'cause we can't find the courage to say goodbye. Ich habe früher im großen, richtigen, in Anführungsstrichen, Studio gearbeitet, wo das hattest immer so ein bisschen klinischen Charakter. Und Sänger sind auch eher blockiert im großen Studio. Ah, jetzt muss ich alles geben, jetzt muss ich auf den Punkt arbeiten. Und hier ist eher so ja, wie zu Hause. Kann man sich gehen lassen und ja, ein bisschen viben. Levina, Mensch, wie ist denn das Gefühl, wenn du weißt, du wirst bald vor ja, einem Millionen, Milliarden Publikum eigentlich stehen und performen? Du bist es ja verrückt. Du bist es ja schon so ein bisschen gewohnt. Ja, klar. Also auf einer Bühne habe ich schon öfter gestanden, aber so ein großes Publikum hatte ich jetzt noch nicht ganz so oft. Okay, also. Was war das Größte, was du bis jetzt so hattest? Naja, das war schon der Vorentscheid eigentlich, weil das natürlich im Fernsehen, die Bühne selbst ist zwar und der Saal und das Publikum ist vielleicht dann nicht so viel, aber natürlich die ganzen Zuschauer hinter den Bildschirmen. Ja. Ne? Spielst du lieber in kleineren, auf kleineren Bühnen oder? Also es ist ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Also ich mag das auch sehr, vor so kleinerem Publikum zu spielen. Und ich muss sagen, da ist bei mir sogar manchmal die Aufregung größer. Mhm. Weil du eben sehr intim bist, auch mit den Zuhörern. Die hören halt ganz genau hin und die merken natürlich sofort was. Aber ich kann nicht so richtig sagen, was da besser von ist. Das ist einfach nur anders sozusagen. Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Jetzt sage ich es einfach mal. Ich möchte natürlich auch mal in den Genuss kommen, dich in einem kleineren Rahmen zu erleben. Und deswegen habe ich einen Pub organisiert, ausführlich gemacht, in dem man sich sehr, sehr freut, dass du gemeinsam mit mir dorthin kommst und du wirst dort performen dürfen. Fahren wir da jetzt hin, oder? Hallo, Herr Kutscher, Manni, Captain. Volle Kraft voraus. Remember when we were wasted and amazing, always excited about the little things, not the slightest doubt that we would make it all the way. We couldn't be closer, wish we could have frozen the moment. Yes, yes, I can. Ja, ich hab's geahnt. Thank you. Wahrscheinlich muss ich jetzt den ganzen Abend hier stehen während des Auftritts. We have an amazing young singer here. Her name is Levina. And guess what? She is representing Germany in the Eurovision Song Contest in a couple of weeks' time. So have a little listen and show your appreciation, please for Levina. Thank you.
Es ist soweit, Levina. Du gehst jetzt zum ersten Mal auf die große, große Bühne. Ja, und? Es ist verrückt. Ich freue mich total drauf. Ich bin jetzt so richtig positive Nervosität. Wir hatten gerade schon mal so einen Soundcheck und es klang ganz toll an meinen In-Ears. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann sich anfühlt. Also, ja. Ja, ich freue mich auch. Ich kann es auch kaum erwarten. Los jetzt, ja, deine erste Probe. Geh mal. Seit dem Vorentscheid hast du schon auf zahlreichen Bühnen jetzt performt, TV-Shows. In unterschiedlichen Ländern warst du. Fühlst du dich jetzt gewappnet für den großen Moment? Also, naja, ich glaube, für Eurovision ist man nie so richtig gewappnet, weil es sind einfach mal 200 Millionen Leute, die zugucken. Somit, okay. Aber es macht so viel Spaß und wenn ich mir vorstelle, der Saal ist dann gefüllt mit Leuten, die da Stimmung und Party machen. Also, ich denke jetzt überhaupt nicht über einen Druck nach. Also ich möchte natürlich die beste Performance machen und bei den Proben hat man jetzt auch schon mal hier und da noch mal kurz was verbessert und nachgedacht. Aber ansonsten freue ich mich einfach richtig drauf. Der Countdown läuft, die Anspannung steigt, denn das wird jetzt der Auftritt ihres Lebens und ganz Deutschland drückt die Daumen.